Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute soll es nicht wie in der Beschreibung so um den Live-Trade der Woche gehen. Heute geht es um, ich glaube, vier Live-Trades der Woche. Denn heute geht es mal darum, dass wir uns nicht nur Gewinner anschauen, sondern vor allen Dingen auch mal Verlierer. Wir zeigen natürlich immer gerne Gewinner-Videos, weil wir vielleicht dann auch einfach die Haltezeit der Trades viel länger haben und dementsprechend natürlich auch viel mehr darüber berichten können, beziehungsweise immer mal wieder reinschalten können in diesen Trade. Wenn wir verlieren, dann ist das eigentlich so schnell, dass wir eigentlich gar nicht mehr die Chance haben, das ausführlich zu dokumentieren. Dementsprechend hierfür so ein bisschen die Begründung, warum wir das natürlich nicht häufig zeigen. Wenn du ein regelmäßiger Leser unseres Blogs bist, siehst du natürlich auch, dass wir auch häufig verlieren. Das ist ganz normal im Trading. Dafür möchte ich dich sensibilisieren, dass du auch einfach weißt, dass du da nicht der Einzige bist, der verliert, sondern es letztendlich darum geht, Wissen, wie man zu verlieren hat, Vertrauen und vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung in dich selbst. Du hast die Wahl, für deine Verlierer gerade zu stehen und vor allen Dingen zu wissen, wann ein Verlierer richtig ist. Dazu siehst du hier mit dem Blog-Eintrag eingeblendet, den ich glaube am Mittwoch geschrieben habe, Mittwoch oder Dienstag, wo ich einfach gezeigt habe, dreimal in Folge verloren und die ganzen Gewinne aus der vorherigen Woche, darüber habe ich auch im Blog berichtet, habe ich alle auf der Strecke liegen lassen. Letzte Woche 51 Pips gemacht, in zwei Trades glaube ich einen gewonnen, einen verloren, also 50% Trefferquote, nicht allzu hoch. Allerdings bei zwei Trades ist das natürlich auch nicht einfach, irgendwie höher zu treffen, sondern jetzt in der nächsten Woche drei Trades gehabt und alle Trades im Euro-US-Dollar, alle Trades short. Und jetzt kam genau diese Impulswelle für eine neue Meinung, die wir dann hatten. Aber ich musste shorten, das war mein Tradingplan. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe das Ganze im Trading-Blog beschrieben. Ich habe gesagt, als erstes, natürlich ist man erstmal mental, es ist die zweite Trading-Woche, man hatte eine gute davor, man möchte natürlich sehr gut ins neue Jahr starten, hat große Vorsätze. Und dann zack, drei Verlierer. Was macht man? Man ist natürlich enttäuscht. Und ich glaube, diese Enttäuschung, die hat jeder. Und viele haben auch Frust. Ich hatte auch Frust natürlich. Aber dann in der nächsten Phase, ich glaube, dann ist vor allen Dingen entscheidend, dass man daraus lernt und dass man auf jeden Fall das Ganze objektiv betrachtet. Und ich glaube, ein Anfänger und professionellen Trader unterscheidet nicht dieser Frust, sondern unterscheidet letztendlich, wie man mit dem umgeht. Genau das habe ich versucht. Ich habe direkt einen Blog-Eintrag geschrieben, um einfach das von intern, extern abzugeben, so ein bisschen und das Ganze auch, sobald ich schreibe, bin ich halt viel objektiver und betrachte mich selbst von außen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich in die Trades nochmal reinzugehen. Geguckt, mein Tradingplan daneben gelegt, ausgedruckt, habe ich den natürlich eh, das sollst du auch haben. Ich habe also geschaut, wie war das Setup, habe ich also alles richtig gemacht. Und dann ist herausgekommen, dass ich drei Trades hatte und alles richtig gemacht habe. Und das heißt einfach, das ist Trading, ja. Du weißt natürlich vorher durch dein Backtesting, wie oft du verlieren darfst, innerhalb dieses Ranges oder innerhalb dieser Range war ich und habe herausgefunden, ich habe alles richtig gemacht. Und dann ist es so im Trading, dass man oft trotzdem denkt, ja, das ist ja ein toller Job, wenn man alles richtig macht und trotzdem dreimal verliert. Dieses Gefühl hat man natürlich selbst auch. Aber da auch wieder Perspektive, ja, das ist kein Sprint. Trading ist kein Sprint, Trading ist ein Marathon. Und wenn wir jetzt nach 2 Kilometern von 42,195 aufhören, irgendwie zu laufen, dann können wir nicht ans Ziel kommen. Ja, und das Jahr ist lang, das war die zweite Trading-Woche, beziehungsweise die dritte, aber die zweite, wo ich aktiv Trades umgesetzt habe. Und letztendlich ist das noch gar keine Perspektive. Ja, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen. Ich habe diesen Blog-Eintrag geschrieben, vor allen Dingen, um dir auch zu zeigen, wir verlieren und wir verlieren auch manchmal, wie jetzt, einen Tag drei Trades. Im nächsten Schritt einen Ausblick geschaffen. Was mache ich jetzt? Habe ich irgendwie da Einschränkungen? Darf ich jetzt vielleicht keinen Trade mehr nehmen? Wie mache ich das? Ich habe also gesagt, okay, der Markt hat mir jetzt eine neue Situation gegeben. Wir haben es vorher in den Forex Morning Briefings immer erklärt. Unter einer bestimmten Marke waren wir short. Jetzt hat der Markt darüber geschlossen, also auf den Markt fokussiert, gesagt, sobald ich über diesem Level bin, dann möchte ich auf den Rücksetzer warten und das Ganze long nehmen. Diese drei Verlierer, die ich zuvor hatte, die haben mir einfach nur gezeigt oder die waren dafür da, um meine Hypothese rauszufinden, sind wir weiterhin unter diesem Level. Wir sind nicht unter diesem Level geblieben, dementsprechend habe ich quasi meine Monatsmiete gezahlt, um weiterhandeln zu dürfen, um meine Hypothesen weitertesten zu können. Wir haben darüber geschlossen, kamen zurück.
frustriert am Tag davor, versuche damit umzugehen, Ausblicke geben, wie mache ich weiter, ich fokussiere mich wirklich auf den Markt. Ich habe daraus gelernt, der Markt hat mir einen Hinweis gegeben, ich fokussiere mich jetzt ausschließlich auf Long Setups. Was kam? Gestern war es soweit, Forex Morning Briefing, wir schauen es uns an. Spinnen wir die Idee mal weiter, dass wir sagen, okay, hier kommt ein möglicher doppelter Boden hin, der hält sogar und der geht hoch. Dann haben wir gesehen, dass wir hier die 61% haben. 61% heißt erstmal was? Für mich als Pattern Trader 61% ist erstmal meine erste mögliche Regel für ein Gartley Pattern. Dann müssten wir hochkommen und dann würden wir runterkommen. Und dann bildet sich sowas. Und das kann man sich ja natürlich durchaus vorstellen, wenn wir nachher eine volatile Phase sehen. Ja, dann geht es kurz hoch, dann geht es vielleicht über 2-3 Stunden runter. Und dann letztendlich nach Nachrichten, was eigentlich passiert. Boah, es war sehr volatil, aber irgendwo kam ja auch schon dieser Impuls hierher. Und dann ist vielleicht gar nicht so viel passiert. Und man kann hier nochmal die 1,06 verteidigen und dann letztendlich von diesem tieferen Level, nachdem wir hier so einen komplexen Rücksetzer sehen könnten, hier letztendlich Start für eine zweite Aufwärtsphase. Die Analyse aus unserem Forex Morning Briefing, wie du gesehen hast, hier genauso eingetreten. Das war einfach nur eine Idee, die ich hatte, die sich aber letztendlich bewahrheitet hat, zumindest bis zu meinem Einstiegspunkt. Ich hatte hier die Order bei 91 liegen, um hier long einzusteigen, und das ist halt der Vorteil, wenn man einfach sagt, morgens schon sagt, okay, das ist zwar oder das scheint ziemlich abstrakt, das Ganze, aber wenn das dann wirklich so eintrifft, und ich habe gesagt, ja, wir könnten hier vielleicht sogar am 61% Retracement abprallen, und wenn wir dann hier runterkommen, dann habe ich dort ein Pattern. Das ist jetzt so eingetreten, aber das zeigt mir dann auch einfach nicht, dass man gut ist oder schlecht ist, sondern das zeigt einem, dass wenn das passiert, dass man an der Stelle dann vorbereitet ist. Und genauso so ist es eingetreten. Ich hatte diese Vision bereits im Kopf, konnte dann schnell einsteigen und meine Order dahin legen, wurde dann dementsprechend hier gefüllt und jetzt bin ich hier im Trade drin. Was daraus passiert, ob ich ausgestoppt werde oder gewinne, das sehen wir dann noch. Wir sehen es, wir haben jetzt noch keine Veränderung hier. Die erste Reaktion war natürlich sehr positiv zu bewerten. Positiv dadurch, wenn wir das rein markttechnisch betrachten. Komplexer Rücksetzer als kurzzeitiger Abwärtstrend innerhalb dieser Aufwärtsbewegung. Dann jetzt aber das Signal, hey, wir schließen über dieser Struktur dementsprechend was. Wir setzen zurück, dürfen aber jetzt nicht hier drunter schließen. Mein Stop ist hier ganz unten. Wir sehen es hier durch diese rote Fläche gekennzeichnet. Und hier auch nochmal der Hinweis, wir bewegen uns nicht immer einfach nur geradeaus durch. Es gibt immer Rücksetzer, man muss das Ganze nur verstehen. Wichtig halt, wie gesagt, dieser Schlusskurs, der jetzt erstmal sagt, okay, wir haben uns jetzt eigentlich wieder in diese Aufwärtsphase eingeordnet. Daher steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit jetzt erstmal für mich, dass wir vielleicht sogar noch das Ziel hier sehen. Das Ganze soll dir einfach nur gezeigt haben, dass es vielleicht sowas wie Karma im Trading gibt. Dass du dafür belohnt wirst, wenn du wirklich Verantwortung für dein Trading übernimmst. Das heißt, sich auch wirklich einzugestehen, wenn man was falsch gemacht hat, aber auch zu sagen, okay, es ist richtig, anderen Leuten zu zeigen, dass man verliert. Das ist der Prozess, das ist das Trading, das ist ganz normal. Entscheidend ist, wie immer im Leben, wie geht man mit Verlusten um? Wie geht man damit um, dass man heute einen schlechten Tag hatte, weil das und das eingetreten ist? Die meisten gehen nach Hause, sind frustriert. Die erfolgreichen Leute oder die, die vielleicht heute noch einen schönen Tag verbringen werden, die sagen, okay, das war schlecht, aber ich habe doch noch 3 Stunden heute, bis ich ins Bett gehe. Jetzt kann ich noch was starten. Also wie geht man mit den Schicksalen oder mit den Veränderungen im Leben um und hier dementsprechend im Trading? Nochmal zusammenfassend, was können wir aus diesem Video lernen?
Damit soll es das auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, du hast die Intention dieses Videos verstanden. Es geht darum zu zeigen, wenn man wirklich hart arbeitet und vor allen Dingen ehrlich zu sich ist, ehrlich in seiner Arbeit ist, dementsprechend das Backtesting vernünftig durchgeführt hat, das gibt mir das Vertrauen zu sagen, okay, viermal verlieren, dreimal verlieren, das ist gar nicht schlimm. Ich weiß, was ich zu tun habe, ich glaube an mich und das ist dieses Vertrauen, was dann letztendlich durch diese Rückkopplung mich befähigt, den nächsten Trade zu nehmen. Hier dieser Trade im Hintergrund, man sieht es jetzt nicht so gut aufgrund des weißen Bildschirms. Wir sind wieder knapp vorm Ziel, mal gucken, was da passiert, aber letztendlich ist es eine Chance, die ich mir offen gehalten habe, eine Chance, die vielleicht sogar das Ganze, diese drei Verlierer über 200 Pips im Minus, das Ganze noch in eine Gewinnerwoche ummodellieren könnte. Dementsprechend bin ich gespannt, was da passiert und das wäre natürlich ein Hammer-Comeback, wo ich mich riesig drüber freuen würde. Aber ich freue mich auch jetzt schon darüber, diese Chance gehabt zu haben, weil ich einfach, weil mein Verstand offen war und ich gesagt habe, okay, ich handle jetzt meinen Plan, egal was passiert, das Ganze ist ein Marathon. Ich würde mich freuen, wenn du das ganze Video kommentierst, likest, weiterempfiehlst und so weiter und so fort. Schau mal hier unten, wir haben den Newsletter verlinkt, dort erhältst du einmal pro Woche unsere Meinung zu Setups, Rückblicke und so weiter und so fort. Keine Angst, wir spammen dich da nicht zu. Weiterhin natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn du unsere Facebook-Seite likest. Dort findest du auch immer unsere neuesten Setups, wenn wir was irgendwie auf Trading New posten und so weiter und so fort. Schau einfach mal vorbei, das Ganze natürlich auch unverbindlich. Wir sehen uns nächste Woche wieder im Forex Morning Briefing. Ich denke, Wayne wird am Montag damit wieder starten und dann schauen wir einfach mal an, wo der Euro-US-Dollar steht, wie letztendlich vielleicht auch die Rede von Donald Trump aufgenommen wurde und vielleicht auch, was aus meiner Position geworden ist. Bis dahin, ein wundervolles Wochenende, Servus und Tschüss.